Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Dass am 11. September 2001 die Twin Towers durch einen Anschlag zusammengestürzt sind, das weiß eigentlich jeder heutzutage. Aber nicht viele wissen, dass an diesem Tag noch etwas Merkwürdiges passiert ist. Und damit meine ich jetzt nicht den Anschlag auf das Pentagon, sondern den Zusammensturz des World Trade Center 7. Das World Trade Center 7 war ein Gebäude mit 47 Etagen und wurde jetzt nicht direkt von den Flugzeugen getroffen, sondern nur durch einige herabfallende Trümmer von den Twin Towers in Brand gesteckt. Daraufhin hat es erstmal für ungefähr 7 Stunden lang in mindestens 6 Stockwerken gebrannt, bis es dann plötzlich in 7 Sekunden wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt ist. Und die gängige Erklärung dafür lautet, dass sich durch die Hitze einige Stahlträger ausgedehnt haben und die daraus resultierende Überlastung von 3 benachbarten Stützpfeilern der Hauptgrund für den Einsturz war. Diese Theorie haben Wissenschaftler der Universität von Alaska in den letzten 4 Jahren überprüft und die Ergebnisse vor wenigen Tagen veröffentlicht. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Die wichtigste Schlussfolgerung der Studie ist, dass Feuer nicht die Ursache für den Zusammensturz gewesen sein kann, weil ein Zusammensturz der Stützpfeiler, die das NIST benennt, in der Simulation wie folgend aussieht. Der Zusammensturz sah aber so aus. Selbst wenn man simuliert, dass die nächste Reihe Kernstützpfeiler durch den Zusammenbruch der vom NIST beschuldigten Pfeiler zusammenstürzt, würde das so ablaufen. Wenn man aber simuliert, was passiert, wenn alle Stützpfeiler nahezu zur gleichen Zeit zusammenbrechen, dann sieht es so aus. Die Wissenschaftler der UAF schlussfolgern daher, dass der Zusammensturz, wie er passiert ist, nur in dieser Art und Weise geschehen kann, wenn alle Stützpfeiler nahezu gleichzeitig in wenigen Sekunden zusammenstürzen, was unkontrollierte Feuer ausschließt und stattdessen eine kontrollierte Demolierung nahelegt. Das NIST beteuert zwar, dass keine Explosion von Zeugen gehört und von Kameras aufgenommen wurden, aber wie kommt es dann, dass in dem Schutt des World Trade Center 7 Rückstände von Nanothermit gefunden wurden, das noch nicht durch eine Reaktion entzündet wurde? Man muss dazu wissen, Nanothermit ist ein Militärsprengstoff, der schon bereits vor dem 11. September 2001 hergestellt werden konnte. Im Grunde genommen wurde jetzt das wissenschaftlich bestätigt, was Skeptiker schon seit fast 20 Jahren vermuten. Nämlich, dass die offizielle Erklärung der Geschehnisse einfach nicht stimmt. Was damals tatsächlich im Detail abgelaufen ist, wissen wir zwar immer noch nicht, aber zumindest ist jetzt die Glaubwürdigkeit der offiziellen Theorie untergraben. Die New Yorker Feuerwehr hat zum Beispiel schon vor einigen Wochen dazu aufgerufen, 9/11 erneut zu untersuchen, und meiner Ansicht nach sollte diese Studie erst recht als Anlass gelten, die anderen Behauptungen der Behörden, besonders die, die die Twin Towers betreffen, auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Mich interessiert, was ihr über das World Trade Center 7 und die neue Studie denkt. Eure Meinungen, Ergänzungen und Updates zu dem Sachverhalt in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.